Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Fahnehisse anlässlich vom Wettbewerb des Stadtrats. Eberweiler war ja klarer Sieger in dieser Kategorie Kilometer pro Einwohner. Liebe Eberweiler, ihr habt über 94 Kilometer pro Einwohner geschafft. Ich freue mich heute, dass es Fahnehisse stattfinden kann hier auf dem Marktplatz in Altschausen. Neben mir Bürgermeister Bauser und Bürgermeister Ecker. Es ist natürlich für beide Gemeinden große Herausforderung, das jetzt heute hier durchzuführen. Wir haben ja mittlerweile schon Oktober. Die Wette, die war ja eigentlich schon gewonnen im Juli. Ich habe das Gefühl gehabt, die Gemeinden haben sich schon versucht, ein bisschen vor dem Termin zu drücken. Das haben sie nicht geschafft. Wir haben uns da immer wieder verständigen müssen, dass der Termin endlich stattfindet. Und nun ist es soweit. Im Hintergrund sieht man die schöne Eberweiler Fahne schon ganz deutlich, die mir hier jetzt auf dem Marktplatz hissen werden. Ich möchte mich trotzdem bedanken für das schöne Miteinander bei der Gemeinde Fleischwangen und bei der Gemeinde Altschausen. Und ich bin sicher, wir sind nächstes Jahr wieder dabei, wenn es darum geht, Stadtradler 2022 um die meisten Kilometer pro Einwohner. Danke. Ja, liebe Zuschauer, auch von meiner Seite erstmal herzlich grüß Gott. Leider haben wir ja diesen Wettbewerb nicht für uns entscheiden können, aber der olympische Gedanke, schneller, höher, weiter, haben wir sehr verinnerlicht. Schneller als Altschausen kann so oder so keiner fahren. Höher ist jetzt nicht unbedingt in dieser Disziplin erforderlich. Weiter ist keiner gefahren in ganz Deutschland wie mir. Aber pro Kopf, da hat der Tobias eben einfach eine gute Idee gehabt. Wenn er überhaupt eine Chance haben will gegen uns Altschausen, dann muss er einfach die Pro-Kopf-Wertung ins Spiel bringen. Das haben wir uns dann eingelassen auf diesen Wettkampf und da müssen wir leider neidlos anerkennen, dass die Eberweiler mit über 94 gefahrenen Kilometer pro Kopf etwas mehr gefahren und bei mir mit knapp 91 Kilometer. Aber es war ja auch vom Bürgermeister extra alles so in die Wege geleitet. Er hat extra alle Straßen sperren lassen, der Eberweiler, sodass die Leute gar keine andere Möglichkeit hätten, mit dem Fahrrad zu fahren. Von dem her war das ein bisschen nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen, aber wir anerkennen natürlich den Sieg und hoffen, dass wir im nächsten Jahr das Ganze dann schlagen können. Nächstes Jahr werden wir dann sicherlich wieder alles ins Zeug legen und in die Pedale treten, dass wir diese Wertung auch gewinnen können. Aber wir haben immerhin deutschlandweit und kreisweit gewonnen mit den meist gefahrenen Kilometer pro 10.000, bei der Kategorie unter 10.000 Einwohner. Und da sind wir einfach wieder ganz oben auf dem Treppchen und das ist einfach das, was zählt. Aber dieser kleine Sieg geht natürlich nach einem Weiler. Herzlichen Glückwunsch dazu. Liebe Zuhörer, liebe Eberweiler, man muss es wirklich, wie der Kollege gesagt hat, neidlos anerkennen. Ihr wart in dieser Kategorie der Beste und da zollen wir euch auch Respekt. Aber wir möchten es auch relativieren, weil man muss auch klar sehen, wenn man in so einer Baustelle momentan wie Eberweiler wohnt, wo will man denn nach, da will man raus in schöne Orte und dann fährt man halt gern nach Fleischwanger zum Beispiel. Und meine Fleischwanger sind gern bei mir geblieben und das muss man einfach anerkennen. Mit über 82 Kilometer pro Einwohner haben wir auch ein sehr passables Ergebnis, ein sehr gutes für das, dass wir das erste Mal dabei waren. Auch das sind wir stolz. Und da ein riesen Dank an alle Einwohner, die in Fleischwanger gefahren sind. Das muss man einfach anerkennen. Und wir zollen unseren Tribut, Eberweiler. Aber das war die erste Wette. Nächstes Jahr kommt eine bessere Wette. Da wollen wir dann sehen, worauf es ankommt und wo es zählt. Und da wollen wir es dann richtig zeigen, der Eberweiler, wer dann hier die Nummer 1 im Kreis ist und im Land ist. Aber wir alle drei, das müssen wir sagen, sind passabel gefahren. Und eigentlich muss man sagen, wir sind die Beste ganz Deutschland. Wir sind ganz vorne und das mit Abstand. Ich glaube, der nächstbeste hat um die 30 Kilometer pro Einwohner. Da muss man einfach sehen, wir sind die Fahrradnation und Fahrradregion Nummer 1 in ganz Deutschland. Und darum hat es auch das Ganze Spaß gemacht. Beim ganzen Frotzler hin oder her. Wir haben alle Spaß gehabt miteinander. Und das ist das, worauf es ankommt. Und in diese schwierigen Zeiten muss man wirklich sagen, hat es uns Spaß gemacht, auch das Grillen, das Gemeinsame war einfach ein tolles Miteinander und das wollen wir nächstes Jahr auch wieder machen. Und dann gucken wir, da lassen wir uns was einfallen für euch alle und auch einen tollen Wettereinsatz. Und drum einfach vielen Dank für das Mitmachen und einen herzlichen Glückwunsch nochmal an die Gemeinde Eberweiler. Vielen Dank.
So, meine Damen und Herren, zu einer Anerkennung gehört auch ein kleiner Pokal, den man überreichen muss. Und bei aller Frotzelei, die wir die Woche gehabt haben, muss man auch sagen, das war ein riesen toller Spaß. Das war ein tolles Ergebnis für unsere Region und eine tolle Aktion. Und wir danken Ihnen, Bürgerinnen und Bürger aus allen drei Gemeinden, herzlich für das Mitmachen, weil ohne Sie wäre das nicht möglich wäre. Und wir werden das nächstes Jahr nochmal machen, mit einer tollen Aktion versehen. Und darum einfach die Anerkennung von uns beiden Gemeinden an die Gemeinde Eberweiler. Ein kleiner Siegerpokal haben wir uns extra so gemacht, dass man es nicht 100% lesen kann. Aber wir danken der Gemeinde Eberweiler und sagen herzlichen Glückwunsch nochmal. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Die Gemeinde Eberweiler bedankt sich sehr herzlich natürlich jetzt für die Anerkennung. Es war jetzt auch höchste Zeit, dass es endlich passiert. Und dass alle Zuschauer ganz gut sehen, halte ich den Pokal nochmal ganz deutlich in die Kamera, was da auch draufsteht. Es wird hier ja mit allen Mitteln gekämpft, dass die Gemeinde Eberweiler nicht so deutlich erscheint. Selbst der Wind spielt nicht optimal mit, weil sonst würde unser Wappen viel schöner sehen auf der Fahne. Aber auch von meiner Seite einen herzlichen Dank an das tolle Miteinander, an alle Bürger, die hier mitgemacht haben. Das war ein toller gemeinsamer Erfolg für alle drei Gemeinden. Vielen Dank.